Ich bin hier im Times Square zu New York. Das ist ein historischer Wahlnurst. Der nächste Präsident von den USA ist Donald Trump. Ich meine, ich muss in den Satz noch ein paar Mal an ihn absauen, für ihn richtig zu begreifen. Das ist eine ungefährlich gedämpfte Stimmung heute zu New York. Ich habe Leute gesehen, die gekrascht haben. Ich habe auch Leute gesehen, nicht weit von hier am Headquarter von Fox News, die gefeiert haben. Die allermeisten New Yorker sind aber einfach sprachlos. Viele von ihnen sind schon gegen 12 Uhr Mütter nur stehen gegangen. Bei meinem letzten Video habe ich gesagt, dass Präsident Donald Trump für mich die erste Kehr nicht ein schlechter Witz oder ein Albtraum ist, mehr ein realistisches Szenario. Das war damals nur eine Rallye von Donald Trump am Ohio. Da habe ich gesehen, dass das alles real ist, dass viele Amerikaner am Donald Trump einen Hoffnungsträger gesehen. Das klingt komisch, aber offensichtlich ist es so. Deswegen war es eine kleine Revolution, wenn ihr guckt, dass dann Donald Trump halt Staaten wie Pennsylvania oder Wisconsin gewonnen hat, die seit der letzten konservativen Revolution von Ronald Reagan fest an demokratischer Hand waren. Donald Trump hat den Wahlkampf gefordert mit einer radikalen Rhetorik und hat mit allen politischen Konventionen gebracht. Das merkt ihr noch heute, dass die meisten Leute einfach geschockt sind, dass Donald Trump der nächste Präsident ist. Ziel von meiner Reise war, das Phänomen Donald Trump zu verstehen. Nur wo ich im Moment gedurcht habe, dass ich dieses Phänomen verstanden habe, als Donald Trump zum Präsident von der Weltmacht USA gewählt ging. Ich muss ihn aber auch sagen, dass Millionen Amerikaner heute für Hillary Clinton gestimmt haben, für die erste Frau als Präsidentin. Mir auch sie werden mit einem Präsident Donald Trump wirklich gehen.